Ja, und die zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Ich bin der Meinung, für die hohe Verantwortung. Genau, richtig. Für die Verantwortung, die wir gebracht haben, finden wir es ein bisschen dreist, dass die Bahn so ab. Dass es nicht mal so ein Danke gibt, dass wir hier arbeiten kommen, dass wir unser Leben im Endeffekt riskieren, dass wir hier Tausende von Leuten von A nach B bringen und nicht mal Tag und Nacht richtig und nicht mal ein Danke kriegen. Und das ist das, was wir am meisten schickt. Ja, also wir streiken nicht nur um Lohnerhöhung, sondern um bessere Arbeitsbedingungen, also Planungssicherheit, ne, die Schichtübergänge, dass die moderater gestaltet werden. Das ist mal der eine Punkt. Dann der zweite Punkt ist, dass man uns die zugesagte Betriebsrente einfach streichen will. Also das ist ein absolutes No-Go, weil ich meine, die Rentner jetzt in meinem Fall sind eh schon, fallen nicht so üppig aus. Ich überlege, ich habe noch 40 Jahre bis zur Rente. So später gehe ich in Rente und komme, dann muss dann mit 1000 Euro auskommen. Dafür, dass ich nachts um 1 aufstehe und um 2 und 12 Stunden arbeite. Das ist dann halt irgendwo, ja. Und was ich mitbekommen habe, diese Schicht von euch sind ziemlich willkürlich und mit der Schichtarbeit könnt ihr ein normales Familienleben führen. Funktioniert nicht. Können wir nicht. Also wenn die Partner das nicht akzeptieren, wird es schwer, sag mal so. Gerade der Wechseldienst, wie im Polizeidienst oder sowas, das ist nicht so, dass man sagt, man hat eine Woche Nachtschicht, eine Woche früh, eine Woche spät. Sondern kann sein, dass ich heute um 3 Uhr morgens anfange, bis um 17 Uhr arbeite. Kann sein, dass ich dann am nächsten Tag wieder spät schaffe und darauf dann Nachtschicht. Also das ist auch für den Körper gesundheitlich auch nicht, sag ich mal, fördernd. Ganz im Gegenteil eigentlich. Und so wie der Kollege gesagt hat, Tag und Nacht bringen wir die Kunden von A nach B und kriegen einfach kein Danke dafür. Das oder, ist einfach. Oder genauso Schichten wie Frühnacht, also zur Frühschicht, nach Hause schlafen und dann nochmal zur Nachtschicht. Das gibt's auch. Also da hat man dann quasi 2 Tage von seinem Leben verloren. Und der Lohn, was ihr jetzt verlangt, soweit ich mitbekommen habe, ist 3,2%. Genau. Ist das ausreichend? Insgesamt. Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Aber dass man nicht mal auf dieses Angebot eingehen kann. Im Gegenzug, und das ist eine richtige Frechheit, tun sich die 3.500 Leute, obwohl die Bahn miese gemacht hat, trotzdem die Boni einstreichen. Und das ist eine echte Watsche ins Gesicht für die Leute, die ja wirklich an der Basis die Leistung wirklich zeigen und die dafür sorgen, dass die Züge rollen. Der Manager von der Bahn, die haben bis zu 500 Millionen ihre Bonis und mit 3,2% gibt so eine Arbeit, was sie jetzt beschrieben haben. Und ist das gerecht? Nein, das ist, weil die Manager während Corona daheim waren im Homeoffice und während alle anderen Leute frühmorgens in der vollen S-Bahn zur Arbeit fahren müssen, sich hier von Kunden anspucken lassen müssen und so weiter, das finde ich dann irgendwo auch nicht gerechtfertigt. Weil ich wohne nicht in Berlin am Prenzlauer Berg, ich kann nicht von daheim arbeiten, ich kann von daheim keinen Zug ausfahren. So, ich muss hierher fahren. Das geht ja sonst gar nicht anders. Und dafür sind meiner Meinung nach 600 Euro eigentlich sogar zu wenig. Wenn man überlegt, dass manche sogar schon Corona hatten und so weiter und so fort. Wir durften im Prinzip uns einsetzen während der Lockdowns, während der Pandemie, wo keiner wusste, was war, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Da soll es null Entschädigung dafür geben. Ja. Das ist eigentlich auch nicht haltbar. Und wir sind ja tagtäglich damit ausgesetzt. Genau. Wie der Kollege gesagt hat, mit Homeoffice bist du in deinem Reich, hast mit wenig Leuten Kontakt. Wir haben mit tausenden Leuten Kontakt, laufen, wenn wir am Zug vorbeilaufen, an hunderten Leuten vorbei, die, sag ich mal, es haben können oder nicht haben können. Und dann ist das halt schon nicht gerechtfertigt. Und deswegen stehe ich hier heute und deswegen finde ich, dass diese Forderungen durchaus gerechtfertigt sind. Und auch, wir werden auch so lange weitermachen, bis wir das quasi bekommen. Also wenn man zum Beispiel Recht hat, also wenn man zum Beispiel weniger verdient oder so, dann hat man auch das Recht zu streiken. Ich denke, die Lokführer, die sind Tag und Nacht im Einsatz und wenn sie unterbezahlt sind, warum sollen sie sich nicht wehren? Wenn diese Leute, die hier sich einsetzen, dass der Betrieb weitergeht, auch unter Corona-Bedingungen, dass man die einfach hängen lässt, das geht nicht. Also ich bin voll und ganz hinter diesem Streik, auch wenn es mich tatsächlich auch, ich bin ja Berufspendler, dann auch stresst. Aber ich finde es in Ordnung.